So, jetzt kommen wir zu Alpha Kevin, könnte man mal fies sagen. Danke, das war eine hervorragende Introduction, du darfst jetzt gehen. Genau, also Kevin sorgt dafür, dass wir in diversen Alphas drin sind von Google und dadurch entsprechend ganz nah dran sind an dem, was auch in der Entwicklung dort passiert. Und heute hat der Kevin angeboten, mal einen kleinen Einblick zu geben, was sich im Bereich der Cloud Source Repositories gerade tut. Insofern seid ihr jetzt hier Cutting Edge dabei. Und ja, Kevin wird ein bisschen was über seine ersten Erfahrungen damit berichten und was es eigentlich damit auf sich hat. Es gibt auch Betas. Es gibt auch Betas. Es gibt auch Betas. Das meistens sind sogar die einzigen, über die man reden darf. Das hier ist jetzt ein Ausnahmefall, dass es dafür kein NDA gibt. Ich will mal mit euch über Cold Reviews sprechen und explizit dann in der Google Cloud, weil das kommt jetzt bald. Ich weiß nicht, wir haben hier, ich weiß mindestens einen Entwickler. Wer ist noch so Entwickler oder weiß, was Git ist? Cold Reviews, okay, dann wird das für die meisten. Oh, Max ist Entwickler. Ja. Wird das vielleicht ein bisschen lang für euch? Ah, okay, ja, Studenten, die müssen das wissen. Code Review ist wichtig und warum, erfahren wir gleich. Erstmal, was ist Code Review? Also, ich habe mir mal so ein, mit der Hilfe von Wiki auch ein bisschen, eine Definition zusammengebastelt. Code Reviews sind im Grunde die, die Prüfung von Arbeitsabschnitten durch einen anderen Entwickler, bevor sie in Production gehen, bevor sie live gehen, bevor sie Endnutzer betreffen. Wie gesagt, ganz wichtig, der andere Entwickler, warum machen wir das Ganze? War das jetzt Echo? Ja. Erstmal, man entwickelt Code nicht, man schreibt Code nicht einfach so. Man hat meistens ein Feature oder einen Bug oder irgendeine Aufgabe und hat dann Akzeptanzkriterien, was man denn erfüllen möchte mit einer Arbeit, mit seinem Abschnitt. Und es ist recht einfach, auch mal Akzeptanzkriterien zu verlieren oder zu vergessen, einfach nicht zu beachten. Also erste Aufgabe des Reviewers, zu gucken, haben wir alles erledigt? Ist alles, was hier drinnen ist, auch wirklich, was wir wollen? Und ist alles, was wir wollen, auch wirklich hier drinnen? Dann auch Logikfehler. Jeder Mensch macht Fehler, vor allem Entwickler. Man übersieht Dinge. Und ein viertes Auge oder vier Augen sehen das nochmal mehr. Und es ist auch sehr schwer, eigene Fehler zu sehen. Deswegen Logikfehler, mal hier eine Klammer vergessen, mal hier ein größer gleich, ein kleiner gleich. Das passiert andauernd. Deswegen haben wir Code Review. Und wenn schon mal jemand den ganzen Code liest, kann die Person auch überprüfen, kann ich ihn überhaupt lesen. Guter Code ist lesbar, wenn man Code nicht lesen kann, ist er erstmal schlecht. Deswegen, wenn im Review schon der Reviewer merkt, ich verstehe gar nicht, was du hier geschrieben hast, ich will es auch gar nicht verstehen, weil ich es nicht lesen kann, dann ist hier das Feedback gefragt und der Code muss sich verändern. Und dabei auch ganz klar, zwei Leute wissen dann Bescheid, das heißt, sie teilen das Wissen, was denn passiert, warum man dieses Feature schreibt, wie dieses Feature umgesetzt ist. Und man im Team teilt man sein Wissen, jeder weiß Bescheid. Vor allem in großen Projekten ist es sehr schwer, Bescheid zu wissen. Es gibt zum Teil Projekte mit tausenden offenen Aufgaben und man macht einen kleinen Teil. Und wenn man dann noch Review woanders ist, weiß man zumindest, hey, das passiert auch noch hier. Und genau dabei haben wir auch wieder die Reduzierung von Abhängigkeiten. Das heißt, wenn schon mal zwei Bescheid wissen, wenn einer ausfällt, weiß immer noch wer, warum machen wir das, was ist hier los. Wenn es später mal kaputt geht, weiß noch einer, hey, ich habe hier Review gemacht, so funktioniert das, so ist das gedacht, das ist kaputt. Und Mentoring. Beim Reviewen kann man sehr viel lernen, nicht nur, wenn man reviewed wird, sondern auch, wenn man jetzt als Neuer in ein Projekt kommt, ist es sehr hilfreich, erstmal Code-Reviews zu machen, mitzulesen, warum schreibt er diesen Code und das Projekt selbst zu verstehen. So, wenn ich das Ding hier nicht verliere. Bisherige Tools. Ich wollte mich mit GitHub und Bitbucket beschäftigen. Die beiden sind aber sehr ähnlich. Ich bleibe jetzt bei GitHub, weil das die meisten auch kennen und das ein sehr gängiger Workflow ist, um Code Review zu machen. Bitbucket sind dieselben Funktionen an anderen Stellen mit anderen Beschriftungen. Das ist im Grunde an sich dasselbe. Das heißt, wir fangen an mit einem Repo. Ihr seht hier in relativ klein ein ganz fast leeres GitHub-Repo. Es sind drei Dateien drin, die erstmal keine Relevanz für uns haben. Das Repo erstellen sind zwei Klicks und damit können wir dann auch loslegen.
Um Code aus Git zu bekommen, gibt es ein Versionskontrollsystem. Gehen wir erstmal in unserem Pfad. Das ist hier bei mir ein spezieller Pfad, weil ich gleich Go-Code schreibe und der will gerne wo besonders liegen. Haben wir einen Befehl, der heißt git clone und damit holen wir uns praktisch von GitHub selbst aus diesem Repo alle Dateien. Dauert dann ein bisschen. Dann haben wir eine Datei, die wir anlegen. Wir schreiben 8 Zeilen Code, die dieses typische Hallo Welt von sich geben, das man ja als Entwickler immer mal gesehen haben sollte. Und weiter geht's dann. Wir fügen unseren Code hinzu. Eben als Versionskontrollsystem arbeitet Git erstmal so, dass es Arbeitsabschnitte in Iterationen speichert. Das heißt, wir fügen unsere Änderungen hinzu. Wir sagen git add main.go, das ist unsere Datei. Wir sagen git, du hast jetzt diese Datei. Wir sagen git, füg mal diese Änderungen, diese Iteration als Commit hinzu. Das heißt, ein Commit ist immer ein Iterationsschritt und wir pushen das an GitHub und dann ist das online. Das sieht dann in der Konsole erstmal so aus. Wir kriegen einen Haufen Infos, die uns eigentlich nicht interessieren. Es war erfolgreich, das reicht. Aber wir sehen hier diese Info Master zu Master und das ist jetzt erstmal hier der relevante Teil. Git baut auf ein Branching-Modell auf, das heißt, man hat von Haus aus erstmal ein Master, das ist ein Baum, ein Ast im Baum und darauf kommen die ganzen Änderungen drauf, immer iterativ, eine Änderung nach der anderen, alle bauen aufeinander auf. Wenn jetzt viele Leute zusammenarbeiten, auch offline, dann kann es passieren, dass man zu Konflikten führt, dass man sagt, okay, zwei Leute haben die am selben Punkt angefangen, unterschiedliche Sachen gemacht, wollen jetzt beide pushen, sagt Git erstmal, das will ich nicht. Deswegen ist auf dem Master arbeiten schon mal anstrengend, wenn man mit mehreren Leuten arbeitet. Aber der Master ist auch meistens irgendein Zustand. Der Master ist zum Beispiel sehr oft Track der Production. Das heißt, auf dem Master ist, was aktuell live ist in der Anwendung. Da will man nicht, dass Leute einfach direkt Änderungen machen. Da gibt es verschiedene Workflows. Hier auf diesem Shortlink gibt es einen Link zu Atlassian. Die haben eine sehr coole Doku dazu mit verschiedenen Workflows, wie man mit Git arbeiten kann. Genauer jetzt nicht. Wir haben einen Vorschlag dazu, das sind Feature Branches. Wie schon gesagt, wir haben einen Master und man kann von diesem Ast abzweigen in sogenannte Branches und parallel zum Master arbeiten. Und wenn man dann mit seinem Feature oder Bugfix oder was auch immer fertig ist, sagt man, jetzt möchte ich zurück und man kümmert sich dann um den Merge. Man gleicht dann die Änderungen aus, guckt, ob alles passt und ist dann wieder auf dem Master und fängt wieder von vorne an. Vorteil ist, man kommt sich weniger in die Quere, man kann eigene Features entwickeln, ohne auch durch Arbeiten der anderen beeinflusst zu werden. Meistens ist es eine Person oder ein ganzes Team, das an einem Feature arbeitet. Das geht, indem man erstmal einen neuen Branch erstellt mit git checkout-b, wir nennen den New Feature, man arbeitet ganz normal mit Git und wenn man fertig ist, mergt man das Ganze. Man geht in den Master und holt sich die Änderungen rein und es ist fertig. Das klingt jetzt anders. Aber wir wollen ja Code-Review machen, darum geht es hier eigentlich. Deswegen soll ja niemand selbst mergen, sondern wir wollen reviewen, bevor wir wieder in den Master gehen. Bei GitHub und Bitbucket nennt sich das Konzept Pull-Request. Bei GitLab, was auch einige kennen vielleicht, ist das ein Merge-Request. Und das Konzept ist, man hat außerhalb von Git ein Objekt, das diese Änderungen erstmal vergleicht und da einen Review-Prozess anbietet, bis alle sagen, das wollen wir haben und dann nimmt der Pull-Request sich selbst und schubst sich in den Master oder in einen anderen Zielbranch, je nachdem, was man einstellt. Wir machen das mal durch für GitHub. Also, wir machen unsere neue Branch. Wir schreiben Code und wir sagen diesmal, hallo Cloud-Frühstück oder Google Cloud-Frühstück. Das ist unsere Änderung vom Master. Der Master hat immer noch Hallo Welt. Das ist unser neues Feature. Wir adden die Changes, wie vorher beschrieben, wir committen das Ganze, wir haben eine Datei verändert, wie wir sehen, und wir pushen. Und im Push sagt uns jetzt GitHub schon, hey, du hast hier einen neuen Branch gemacht, willst du dafür einen Pull-Request machen? Und das klicken wir jetzt auch einfach mal an und wir kriegen ein Formular. Und hier können wir jetzt einen Titel angeben, eine Beschreibung, wir sehen, was wir gemacht haben, hier unten so einen kleinen Div, wo man sieht, was wir verändert haben. Wir sehen auch die Anzahl der Commits und die Liste und können nochmal gucken, was alles drin ist. Und wir können auch schon Leute hinzufügen als Reviewer, die dann später eine Nachricht bekommen mit, hey, guck dir das mal an. Wenn wir das abschicken, haben wir das Ganze hier stehen. Erstmal alles grün, wir haben auch noch kein Review.
Man kann beim Pull-Request auch Continuous Integration hinzufügen. Das heißt, man kann den Code oder den Pull-Request testen lassen. Man kann gucken, ob die Anwendung baut, ob sie glücklich ist, ob sie gut aussieht. Und auch darüber das Ausgehen des Pull-Requests beeinflussen. Das heißt, wenn es nicht baut, sollte man sowieso nicht in den Master gehen, weil dann ist alles tot. Und jetzt kommt Julian, der leider heute nicht da ist. Der hat mir gestern Abend zum Glück noch geholfen und meinen Code als schlecht bezeichnet, weil ich habe keine Umlaute. Und das fand er nicht so toll, das finden wenige toll. Und hat gesagt, hier, mach mal Umlaute rein, sonst sage ich, du darfst das nicht mergen. Er hat den roten Haken gesetzt, links oben sieht man, Julian hätte gerne Changes und er fragt nach Umlauten und jetzt darf ich nicht mergen. Jetzt sagt mir GitHub auch, so geht das nicht, fix das. Also machen wir das. Wir ändern unseren Code, wir adden das, wir committen das, wir pushen das. Und hier unten steht schon eine neue Änderung und es wird auch schon angezeigt, Julians Kommentar ist outdated, er ist nicht mehr relevant, meine Änderungen haben gewirkt und Julian gibt den grünen Haken. Und schon kann ich mergen. Das ist wunderbar, Code Review war erfolgreich, wir haben Umlaute und der Code geht in den Master. Wenn wir nachgucken, in die globale Historie, also in die History des Masters, sehen wir, alle diese Commits sind jetzt hier aufgereiht, gefolgt von einem Merge-Commit, der auch umgangen werden kann, aber hier jetzt der Offensichtlichkeit halber noch mal drin ist. Es wird gesagt, was reingeholt wurde. Genau. Wenn man jetzt nicht so viel damit zu tun hat, wirkt das schon ziemlich aufwendig. Das ist ein sehr gängiger Prozess, das macht man sehr viel, vor allem in Open-Source-Projekten ist das Alltag, man macht Code, man fragt, darf ich den denn bei euch noch reinwerfen? Und irgendwer wie der Maintainer sagt, ja, das ist cool. Und bei den Cloud-Source-Repositories gibt es jetzt ein Alpha-Feature, das endlich auch Code-Reviews reinbringt. Die Google Cloud-Source-Repositories an sich sind erstmal ein Hosted-Git-Repository. Ziemlich simpel, konnten bisher nicht viel, man hat in der Google Cloud Git, wie bei GitHub, man kann das privat abschirmen, man zahlt nur für den Storage, was sehr attraktiv ist. Und im Dashboard sieht man schon so, es ist wie immer schlicht gehalten von Google, man hat oben so ein paar gestarte Repos, man hat, was man so letztens angeguckt hat, wie immer eine Suche. Die Codesuche ist übrigens extrem gut, finde ich sehr praktisch, man findet jede Datei, jeden Commit, was auch immer man suchen wollen würde. Und ja, wir machen hier denselben Prozess, wir legen ein Repo an. Erste Besonderheit hier, die Source Repositories gibt es jetzt schon eine Zeit und ein Standard-Feature ist auf externe zu verlinken. Das heißt, man braucht nicht unbedingt ein leeres Repo, man kann, wenn man schon Bitbucket und GitHub nutzt, sich darauf verknüpfen und den Code live reinholen. Bringt uns nicht viel, damit können wir nämlich kein Review machen. Also, wir legen ein Projekt an, wir geben ihm einen Namen, wir wählen ein Projekt an sich nochmal aus als Oberprojekt und wir kriegen von Google ein paar Befehle. Das Auschecken ist hier ein bisschen anders, weil die Autorisierung läuft jetzt über Google. Wir haben unseren Google-Account und über den wird die Autorisierung durchgeführt. Ansonsten befolgen wir im Grunde nur die Befehle, wir holen uns den Code lokal wieder hin und wir haben wieder dieselben Sachen wie vorher. Wir haben ein Hallo-Welt-Programm, wir sehen links so einen Dateibrowser, der auch zum Baum wird, wenn man Ordner hätte, eingefärbten Code, wie man es gewöhnt ist und unten die History, die man einklappen könnte, wenn man wollte. Links oben sieht man auch, man kann wieder die Branches auswählen, das übliche Programm. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, gucken wir nochmal, bei GitHub hatten wir Pull-Requests, jetzt ist die Frage, wie das denn hier heißt. Und hier kommt schon der große Unterschied. Cloud-Source-Repositories bauen intern auf Gerrit auf. Gerrit ist ein Open-Source-Code-Review-Tool, das Google intern entwickelt wurde, Open-Source ist, recht verbreitet, nicht immer beliebt, weil es früher auch ziemlich hässlich war. Und da ist es der Unterschied, dass es einzelne Commits gibt und ein Commit spiegelt, und statt einem Pull-Request hat man Changes. Und ein Change spiegelt immer einen Commit wieder. Das ist hier schon der Unterschied. Ein Pull-Request update ich, indem ich einfach einen Commit hinten dranhänge auf mein Branch. In Gerrit oder jetzt in den Google Source Repositories hat man einen Change pro Commit und man muss Commits squashen. Das heißt, man muss mehrere Commits zusammenfassen, um sie zu einem Change zu machen. Alternativ macht man mehrere Changes und die werden zusammen als Abhängigkeiten definiert. Das ist erstmal schon mal ein gewisser Umstieg. Man muss damit klarkommen, man muss das auch wollen. Wenn man damit gearbeitet hat, ist das eigentlich ganz nett. Ich habe jetzt das mal so ausprobiert, auch für den Vortrag und auch schon in unseren eigenen Projekten und finde das sogar angenehmer.
noch ein größerer Unterschied, man pusht nicht mehr seinen Branch, man pusht auf Head Refs for Master. Das ist so ein geheimer Target-Branch von Garrett oder eben jetzt von den Cloud Repositories, der im Grunde kein Branch ist an sich, man pusht dahin und Garrett sagt dann, ach, hier ist was, ich mache mal was damit und werf es dann wieder weg. Das heißt, man hat nicht mehr diesen typischen Branch. Man kann den weiter auch normal pushen als Archiv, aber wenn man einen Change will, muss man dahin. Es gibt auch ein Dashboard, wo man ganz allgemein nochmal die Übersicht hat, was man denn so für Reviews, also für Changes erstellt hat, in welchen man erwähnt wurde und so weiter. Es gibt auch einen Button, um Changes zu erstellen. Den gibt es auch bei GitHub. Man kann auch bei GitHub einen Pull-Request erstellen. Unterschied hier ist, der tut nichts. Wenn man den Button klickt, kriegt man eine Info, wie man denn pusht. Das sind nur Befehle. Man kann nichts über die UI erstellen. Das ist extra so gewollt, weil man soll mit der Git-Kommandozeile arbeiten. Wir machen wieder unsere Änderung. Wir committen und wir pushen das. Und auch hier wieder sagt uns Google in dem Fall, du hast einen neuen Change gemacht, willst du den mal angucken. Aber in dem Fall müssen wir nichts mehr selbst machen. Unsere Commit-Nachricht, wenn man Commit abschickt, gibt man meistens eine Nachricht an, hatten wir vorher schon, ist hier Fixed Greeting Message, ist der Titel des Changes. Und wenn wir uns dann aufs Dashboard begeben, sehen wir auch, hier haben wir einen neuen Change, der ist von mir in dem Branch und wir können den mal reviewen. Die Übersicht an sich wirkt jetzt erstmal etwas überladen. Das ist, weil es Garrett ist, das bleibt auch so. Wer weiß, was da noch aufgeräumt wird. Aber ganz allgemein hat man oben die Titelleiste, man hat seine Nachricht, man hat dann die Commit-Nachricht an sich, die kann auch über mehrere Zeilen gehen, man kann sehr genau erklären, was man denn vorhat mit seinem Change. Links hat man die Übersicht, man kann schon mal einen Assignee eintragen, das heißt jemand, der dem dieser Change zugewiesen ist. Man kann verschiedene Reviewer hinzufügen, Topics, Hashtags, diverse Möglichkeiten. Und auch unten sehen wir wieder unseren Diff, was wir denn verändert haben. Genau, und wo wir schon dabei sind, wir sehen hier wieder das Frühstück mit UE. Wir wählen das aus, wir drücken C. Diesmal mache ich es selbst, weil Julian nicht mehr da ist und ich das später nachts gemacht habe. Und wir sagen, hey, wir hätten hier gerne Umlaute. Und hier sehen wir jetzt auch schon im gelben Kasten, wenn ich das abschicke, das ist noch ein Entwurf. Das ist bei GitHub dasselbe. Wenn man in einem Pull-Request ist, macht man erst seine ganzen Kommentare, bevor man die abschickt. Man hat nochmal Zeit, alles durchzulesen und sagt, jetzt bin ich fertig. Ich schicke den Pull-Request ab und alle Kommentare gehen live. In diesem Fall ist das, wenn wir auf Reply klicken und dann kommt der essentielle Dialog. Das ist wirklich das, worum es sich hier dreht. Man hat nochmal zwei Felder, um Mitarbeiter hinzuzufügen. Man kann wieder seinen Text abgeben und jetzt kommt das Review. Und bei Garrett ist der Unterschied, es ist kein Daumen hoch und Daumen runter System, sondern es ist -1 bis +2. Und ein Pull Request oder hier ein Change braucht immer mindestens +2, um gemerged zu werden. Das heißt in dem Fall, wir fangen an bei -2, das geht auf keinen Fall durch. Das kann ich so nicht tolerieren. Nein. -1 sagt, ich finde es nicht so toll. Wäre cool, wenn ihr das ändert. Eine 0 ist eine klare Enthaltung, taucht nicht mal im System auf. Und eine +1 sagt, könnt ihr mergen, aber ich finde, da sollte noch jemand anders drüber gucken. Ich brauche mindestens noch eine 1 von jemand anderem. Und die +2, wie eben gesagt, mergt das. Es werden dann auch gleich die ganzen Drafts submitted. Hier. Und wenn wir fertig sind, sehen wir, nein, hier gibt es ein -1 Code Review, das wollen wir nicht. Das wird nicht gemerged. Also müssen wir wieder ran. Wir geben wieder unseren Code und jetzt haben wir schon wieder einen kleinen anderen Ablauf. Wir machen nicht nur ein Git Add und ein Git Commit, sondern wir machen Commit Amend No Edit. Das heißt, unsere Änderung fügen wir an den vorherigen Commit hinten dran. Wir verändern den Commit an sich, was in Git erstmal nicht so üblich ist, weil der ist ja schon gepusht. Und wir sagen No Edit, weil wir wollen nicht den Text verändern. Der soll gleich bleiben. Und dann pushen wir wieder auf denselben Branch. Das heißt, alle Pushes gehen immer darauf, wenn man in den Master mergen will. Und die Code Reviews sagen uns schon, hier gibt es ein neues Patch Set. Sollen wir uns das mal angucken. Und wenn man die Patch Set vergleicht, das kann man hier im roten Kasten auswählen, sieht man auch schon, das war früher mit diesem Kommentar, das ist jetzt. Ein Patchset ist praktisch der interne Weg, um diese Änderungen zu beobachten und auch zu verfolgen.
Das heißt, es ist derselbe Commit, aber der Commit hat wieder Patch-Sets. Das ist wie so ein Unterlevel unter Git nochmal. Und man kann dem Ganzen auch einen Namen geben. Hier zum Beispiel Patch-Set 2 hat jetzt hier Respond to Comments. Ich habe euch gesagt, ja, im Patch-Set 2 fixe ich alles, was euch gestört hat. Wir sehen, ich habe da Umlaut dran gemacht. Also gibt es die plus 2, alles passt. Wir können das so gereviewt lassen und es gibt ein Go. Und schon sehen wir links oben, der, okay, ihr seht es wahrscheinlich nicht, steht Ready to Submit in wunderschönem Pink. Das heißt, das ist so wie bei GitHub, der grüne Haken, der ist hier pink. Wir können das Ganze mergen. Und wenn wir auf Submit drücken, sehen wir, Change ist gemerged, Change ist im Master. Auf Basis dieses Reviews. Wir gucken wieder in unseren Code, wir sehen, da ist ein Commit aufgetaucht. Keine mehreren, sondern wirklich nur der eine. Und wir haben Umlaute. Ja. Wenn man jetzt mehrere Commits machen würde, weil es das Lösen des Problems mehrere Commits dauert, dann würden hier... Wo waren wir denn? Nicht so viele Folien. Genau. Dann würden hier alle Commits als einzelne Changes auftauchen und die werden entsprechend aufeinander verlinkt. Das heißt, wenn wir einen davon reviewen, würde er uns sagen, der gehört zu dem und du müsstest in dieser Reihenfolge reviewen, du kannst ihn nur mergen, wenn alle gemerged werden. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, es wird eventuell nur voll in der Liste, muss man dann gucken. Klappt aber meistens recht gut. Genau. Zusammengefasst, der GitHub-Workflow ist für viele sehr gewohnt. Der ist in der Community wirklich verbreitet. Den nutzen täglich viele Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende, Millionen Leute. Hat was. Ich bin nicht so der GitHub-Fan. Ich benutze es auch gern. Aber den Ablauf fand ich immer so ein bisschen, ne? Man muss auf diesen Link klicken, man muss dann Pull-Request erstellen, man hat diesen komischen Feed. Geschmackssache. Die Cloud Source Repositories erfordern allerdings diesen Umstieg. Man hat nur noch einen Commit, Branching ist ein bisschen anders, man muss minus 1 bis plus 2 geben und man hat keine UI zum Erstellen von den PRs. Das wird viele stören, Leute klicken gerne, das ist halt leider ein Problem. Vorteil, es ist sehr Git-nativ, man macht seine Arbeit, man pusht das und es ist da und man muss sich erstmal nicht darum kümmern, es liegt darum. Erst wenn man in die Source Repositories geht, muss man sich um seinen PR kümmern. Es sorgt auch für den Drang zu kleinen Änderungen. Das heißt, ein Change, der reviewed werden soll, ist ein Commit. Man soll Commits klein halten. Das ist so eine Ground Rule. Kleinere Commits sind einfacher zu reviewen, also mach lieber viele Changes. Hau die raus, die sind eh verlinkt. Und man hat flexible Reviews. Nicht immer ist alles Daumen hoch, Daumen runter. Manchmal ist es auch so, ich finde es scheiße, aber wenn du meinst, es ist so wichtig, go for it, wenn jemand anders Ja sagt. Von daher, ich bin gespannt, ich werde es weiter verfolgen. Die Source Repositories sind wirklich günstig, man zahlt aktuell nur den Storage. Ich vermute, das bleibt fürs Code Review gleich. Es gibt auch noch ein CLI-Plugin, wo man dann nochmal so Hilfen hat, um seine Reviews zu pflegen in der Konsole. Das ist recht angenehm, wenn man viel mit der Konsole arbeitet. Ansonsten finde ich das ein cooles Konzept. Ich muss nur noch die Kollegen davon überzeugen. Ansonsten danke fürs Zuhören und wenn ihr in die Alpha wollt oder allgemeine Fragen habt, meldet euch bei mir, dann schreibe ich die entsprechenden Googler an und wir kommen da in Kontakt. Jo. Fragen? Ja, gibt es da Fragen? Ja. Ja, Thorsten. Einmal die Frage, ist es jetzt Alpha, ab wann wird es denn Beta oder normal? Gibt es da schon so eine Vorausschau? Meine Aussage von den jeweiligen Googlern war, sie sind mit der Alpha noch etwas vorsichtig, weil es ist sehr anders. Sie befürchten, dass die Leute das nicht so geil finden, weil sie GitHub kennen. Wie die Timeline aussieht, weiß ich nicht. Es funktioniert für eine Alpha erstaunlich gut. Ich hatte nur beim Machen der Präsentation ein Problem, dass Repos nicht aufgetaucht sind, hat sich dann gelöst. Eine offizielle Timeline kriegt man eigentlich so gut wie nie. Von daher, im Laufe des Jahres würde ich tippen, aber man weiß es nicht. Dann noch eine Frage, das habe ich vielleicht irgendwie falsch verstanden oder nicht so richtig mitgekriegt. Ich mache jetzt für meine Änderung
haben wir eine ganze Menge an Commits. Ich gehe in die Frühstückspause, ich committe mal kurz, obwohl da halt natürlich noch nichts Funktionierendes drin ist. So, dann mache ich was, ich gehe Mittagessen, ich esse andauernd, also ich gehe Mittagessen, mache wieder ein Commit. Ich gehe Kaffee trinken oder fahre kurz weg, mache wieder ein Commit. Das heißt also, ich habe nicht nur einen da stehen, sondern bis das ganze Ding fertig ist, vielleicht 10 oder 15. Die kann man dann auf einen Schlag dann halt da zusammenfassen oder muss man für jeden einzelnen Commit dieses Prozedere durchlaufen lassen? Also allgemein sollte ein Commit immer eine funktionierende Arbeitsleistung sein. Ich mache das auch. Ein Commit ist für mich auch so ein bisschen Backup. Ich committe, bevor ich irgendwas Böses tue. Ich committe, bevor ich essen gehe. Die Sache ist, ob du es pushst. Also du kannst es pushen. Du kannst auch auf einen eigenen Branch pushen, damit es auf dem Server liegt, um deine Commits zu haben, offline oder online. Und du kannst Commits squashen. Das heißt, du sagst Git, hey, ich habe diese Anzahl an Commits, ich würde die gerne zusammenfassen zu einem. Und dann sagst, wählst du aus, welche da drin sein sollen. Und du kannst die Nachricht noch verändern. Und dann hast du einen, der alle Änderungen enthält. Okay. Kannst du auch entsprechend oft machen. Und dann kannst du wieder einen Change draus bauen. Ansonsten würdest du einfach alles pushen, hast dann viele Changes, die wirklich nicht so toll zu reviewen sind, wenn die nicht so funktionieren. Deswegen wahrscheinlich an der Stelle mehr squashen. Okay, danke. Noch eine weitere Frage. Jawohl. Erstmal danke für den Vortrag. Dann würde ich gerne wissen, wo du den Vorteil siehst, die Git-Kommandozeile zu nutzen und nicht irgendwelche Buttons. Das ist eine sehr philosophische Frage. Ganz einfach, dass ich meinen Code schon, also wenn ich hier schon in, was sind wir denn? Hier. Ich muss schon 4 Befehle absetzen. Jetzt noch einen Button zu klicken, im Browser zu gehen, irgendwas einzutippen, ist einfach lästig. Es kostet Zeit. Ich klicke auch gerne in GitHub rum. Ich stehe auf tolle Buttons, wirklich. Ich bin auch ein Fan von Material Design. Es ist nur, kostet Zeit. Jetzt hier drauf zu klicken, hat mir schon eine Lösung gebracht, die bei den Leuten landet. In GitHub erst diesen ganzen Kram auszufüllen, ist ein Kontextwechsel. Kontextwechsel sind böse, weil es reißt mich aus meinem Arbeitsablauf. Den Kram mit den Befehlen, das kann sogar mein Editor. Da muss ich gar nicht in die Konsole gehen. Da code ich sage Submit, fertig, weiter coden. Wenn ich erst raus muss, dann wechselt man den Kontext und kommt erstmal aus dem Tunnel gerissen. Der Tunnel ist toll, beim Tunnel ist man sicher. Okay, cool, danke. Gut, dann vielen Dank, Kevin. Ja,